Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem weiteren Video aus der Erfolgsreihe Versus. Und schon kann es losgehen. Ich möchte euch den Toolcheck Plus von Vera vergleichen mit dem Smart Holder von HZ. Nichts riskieren, abonnieren! In the left corner, in the green corner, with the green trousers from Vera Germany, Tool Check Plus mit 39 Teilen, einem Kampfgewicht von 700 Gramm, roundabout, je nachdem welche Version, UVP von 69 Euro, geben tut's denn so ungefähr für einen Fuffi. Der ist gleich groß, nämlich 185 x 75 x 25 in der Dicke, wie der Smart Holder von HZ, der 2300SH-1. Der wiegt around 1000 Grammys, also Kilo, und hat auch 39 Teile. Ist kleins bisschen länger und ein kleines bisschen anderes Format hat er, nämlich rechteckig. Und der hier, boah, ist schon ein bisschen geschweift, sage ich jetzt mal. Ist ganz ähnlich auch mit 39 Teile und UVP von 113 Euro und ein Preis so auf dem Markt im Moment um die 80 Euro. Also der hier hat leichtes Nachsehen im Preis, ne, ist ja klar, den hier gibt es schon lange, den kennt ihr von da oben. Ja, den alten, der hat hier noch einen Knopf zum Aufmachen, ansonsten eben auch zwei Reihen, wo die hintere eben wackelt und sich ein bisschen aufziehen lässt. Das haben sie geändert, hier mit diesem Einraschmechanismus. Der ist jetzt quasi hier so zum Aufziehen. Der rastet hier auch ein, da ist ein Knöppi. Aber der hebt nicht ganz so gut mehr nach einer Zeit. Das ist fast ein bisschen schade. Eigentlich ist cool gedacht, weil man hat die Bits jetzt ein bisschen weiter aufgefächert, kommt da besser rein. Der letzte Riegel ist auch noch flexibel, aber wenn man das ein paar Mal auf und zu gemacht hat, das kann man das nicht mehr fest addieren. Da war, finde ich, der Knopf besser. Dann hat er hier Stecknüsse drin. Und zwar in diesem Take It Easy Werkzeugkennzeichnungssystem. 5,5, 6, 7, 8, 10, 12 und 13. Der hat eine mehr, als die Jungs von HZ reingemacht haben. Hier fehlt die 6er Nuss. Und er hat auch noch einen kleinen Vorteil. Und zwar kann man hier die Nussen auf der Leiste verschieben, falls man mal andere reinmachen muss. Das habe ich hier gemacht zum Beispiel. Da habe ich die HMFHA-Nüsse reingemacht. Das sind die 6-Kant-Schraubenköpfe und Muttern halten können. Also das ist eine tolle Ergänzung, finde ich, für den. Und sonst ist es auch ein bisschen anders aufgebaut, wie man sieht. Zu den Bits im Einzelnen. Der hier hat zwar Nuss mehr, aber dafür ein Bit weniger als hier. Schauen wir uns gleich noch an. Der hat halt es schon ziemlich optimiert. Jetzt mache ich mal den alten wieder da zur Seite. Bleiben wir mal bei dem neuen, was gibt. Trotzdem genauso optimiert hier auf der Seite von Kraftform plus dieser Bithalter. Oh, jetzt fliegt die. Passiert normalerweise nicht. War die Verriegelung in der falschen Richtung. Die bleibt nochmal drin. So, der Bithalter mit Magnet. Eben für diese 6-Kant-Bits, auch 2-Komponenten-Griff, hier schön weich, kann man auch ein bisschen Iwan drauf geben, der hat auch so einen Wegrollschutz da vorne, aber natürlich wirklich anziehen kann man damit nicht, dafür ist ja auch, aber für so kleine Sachen ist das schon cool, nur natürlich große Schraube, so PH3 oder sowas damit zu lösen, das nicht so gut funktioniert, aber dafür habe ich ja meinen Zyklop mit dabei, der auch festhält, wenn ich ihn richtig reinmache, und der hat 6 Grad Rollwinkel. Und der hört sich ganz gut an, den kann man bequem hier umschalten, den Richtungswechsel durch den Hebel, die ist fein verzahnt, die Signantechnik habe ich euch schon mal vorgestellt, alle Zyklopen, die es gibt in einem anderen Video. Der ist hochrobust und kann bis zu 65 Newtonmeter, haben wir schon rausgefunden, den kann ich dann auch hier reinlegen, den festmachen und dann mit den ganzen Teilschrauben, das ist eine coole Sache, auch der Rabidapter da außen ist so angelegt, dass ich ihn hier schrauben kann. Und auch der hier, den könnte man so schrauben. Also das hier ist von der Anordnung meiner Meinung nach einer der Vorteile, den man hat gegenüber dem vom HZ. Da haben die einfach schon ein bisschen mehr Knopf auf und vielleicht wollte HZ ja nicht 1:1
das nachbauen, weil das hier ist natürlich in vielen Iterationsschleifen ja wahrscheinlich dazu geworden. Es gibt auch verschiedene Varianten. Es gibt den ohne den Kraftform, es gibt den ohne den Rapidapter und den Kraftform, es gibt den mit dem Zyklopen vorne eingelegt. Da gibt es verschiedene Sets. Wenn ihr daran Interesse habt, dass ihr die mal kennenlernt, kann ich euch die auch gerne vorstellen. Schreibt mal halt einen Kommentar da unten rein. Wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like da. Okay, und jetzt zu den Bits. Hier sind die schön weit aufgefächert und da ist dabei von Torx 10 bis 40 in 5er Schritten 6 Torx und dann auch BOs, diese Sicherheits-Torx mit dem Loch in der Mitte von 10 bis 30, also der 40er fehlt da, einer weniger mit dabei. Dann haben wir da vorne Philips 1 bis 3, Potzi 1 bis 3, paar sind sogar doppelt, zumindest waren die beim alten so. Ja, ist auch so. Also da hat sie auch nochmal was getan, fällt mir gerade das da auf, wenn wir die Bitreihen mal nebeneinander heben. Weil hier war es so, da war Philips 2, meine ich, doppelt und Philips 3 doppelt. Ah, das ist hier auch noch so. Und nee, das ist nur Potzi 1 bis 3 und Philips 1 bis 3. Und hier ist es Potzi 1 bis 3. Da ist der 3er Potzi doppelt und hier ist es Philips 1, 2, da das sind Philips 2 und 3 doppelt. Also, aha, siehe da, da hat sie auch nochmal irgendwas getan. Hier war früher der 40er Torx drin und dafür nur bis 30 BO. Ich sehe jetzt beim neuen ist sogar bis 40 BO. Also das ist der Unterschied hier. Dann ist da noch ein Adapter dabei auf diese Viertelzahnnüsse mit Kugel und hinten eben für einen Handhalter diese kleinen Kerben mit drin. Und sonst ist da auch ein 8er Sechskant mit dabei und der geht runter. Sechskant, da sehe ich jetzt auch nochmal einen kleinen. Hier ging er bis 3. Und hier geht es sogar bis 2. Also da haben sie ein bisschen die Bits getauscht. Die sind auch unterschiedlich beim Fahrradbit, zum Beispiel beim Fahrradbit-Zyklop. Da ist da hinten, die sind diese 6er Hexkant-Nüsse Kugelköpfe. Aha, das war wieder hier die Action 3, die ist zu warm geworden. Sogar wenn ich die Auflösung ein bisschen runterstelle, beziehungsweise die Frame Rate. Und das im Keller. Mann, da habe ich aber andere Sachen gelesen. Egal. Also, da ist schon mal so ziemlich alles dabei, was das Herz begehrt. Wie gesagt, in unterschiedlichen Ausführungen. Und jetzt hier beim Hatze, da ist es so gemacht, die haben hier einen Knopf. Dann stellt sie das auf über eine Feder. Das ist natürlich toll, weil hier komme ich ganz gut hin. Die sind ähnlich eng wie die in den Toolchecks. Aber dadurch, dass die halt so aufklappen und es am der Werkbank liegt, komme ich hier ganz gut hin. Die haben 50er Bits auch mit dabei und zwar 11 Stück und 18 Bits in 25 mm Länge. Die sind auch farblich kodiert und da ist eigentlich auch alles dabei, was das Herz begehrt. Potzi 1 bis 3 jeweils einmal in dem kurzen, aber dafür auch in der Längenvariante nochmal. Dann Philips ist dabei, da ist ein 5,5 mal ein bisschen dünner, denke ich. Kann jetzt gar nicht sagen, mal 0,8 oder so, und aber auch ein 6x1 dabei. Na, ist auch 5,5 mal 1. Und was hat der Kleine? Schauen wir ganz genau hin. Ja, da ist auch so eine Schachtel, da steht es nämlich oben. 0,6 mal 4,5 ist dabei, der kurze 0,8 mal 5,5. Seht ihr hier mal die ganzen Bits, die dabei sind. Und auch die Nüsse kann man auch toll wegmachen mit so einem Verschlusssystem, wo man halt hier dreht und dann geht die auf. Ja, das ist auch cool, das hat der von Vera nicht. Und da hinten hat er im Griff, hat eben auch einen Magnethalter, gleiche wie der in Kraftform, auch magnetisch, auch mit einem Wegrollschutz. Das ist aus Bithalter 810 mk mit dem Magnet, ja, mit dem Wegrollschutz und diese tolle ergonomische Bauform hat er. Und daneben ist auch wieder kleine Zyklop. Mal schauen. Oh, der ganz leise, fast schon ein wenig zu leise. Naja, das ist halt ein Vollstahl, Feinzahn, Umschaltknarrenwerkzeug, die 863 MB. Ja, die hat 60 Zähne, auch einen Rollwinkel von 6 Grad, so wie die da drüben, also ganz ähnlich. Kann man da hinten auch die Bits rausdrücken, falls die zu fest klemmen. Made in Germany steht oben. Und dann gucken wir uns die zweimal im Vergleich an. Meine Werte hat natürlich spezielle Form, aber von der Größe her. Und so sind die ganz ähnlich.
Nice, kleine Schnuckelchen. Also man sieht schon, ganz viele Dinge sind gleich. Man kann die hier rausnehmen, aber man kann halt nirgendwo da schrauben. Und er hat halt auch noch mit Bajonettverschluss, das ist auch Unterschied, ja, weil ihr wollt es immer so, dass man den verriegeln kann mit einer Hand und dann den Maschinenbitter reindrücken, dann hebt er den auch. Das hier ist hier möglich, kann den auch wieder rausmachen mit einer Hand und dann den Bit entnehmen. Und bei dem ist es so, da kann ich den Bit reinwürgen, geht nichts, dann muss ich mit einer Hand hinlangen, also brauche ich zwei Hände, hebt er den und genauso beim Rausnehmen. Da hinten der Maschinenhalter ist prämiert und vorne ist es auch zum Handschrauben. Okay, wieder zurück zu den Bits, da ist alles dabei, haben wir schon gesagt, was das Herz begehrt. Auch Torx 10 bis 40, allerdings keine BOs. Und dann eben die Sechskant-Imbusschlüssel von 3 bis 8 bei den großen und von 3 bis 6, bei den kurzen und bei den langen von 3 bis 6 mm. Und vorne hatte ich hier auch noch Torx dabei. Und zwar ist es 20, 25 und 30, wenn ich mich nicht täusche. Also so die gängigen Torx sind die langen dabei. Nee, 20, 25 und 30. Also, da ist auch ziemlich viel Knopfhoff drin, finde ich, in dem Gerät. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, was habe ich wieder gemacht, dass es nicht zugeht. Ah, hier, den Bit nicht ganz reingesteckt. Auch interessante Erkenntnis. Und was kann ich hierzu noch sagen? Ja, das ist natürlich stylisch, stabil, zugänglich, kompakt und praktisch laut dem Hersteller. Flexibel einsetzbar für zu Hause und in der Werkstatt. Auch aus Chrom-Vanadium, made in Germany. Jo, coole Nummer, alle beide. Ich würde sagen, ganz leicht vorne hat die Nase noch immer der von Vera. Auch wenn das eine tolle Alternative ist. Und ich habe gesehen von HZ, da gibt es auch noch andere Sets. Die möchte ich mir auch gerne anschauen. Da gibt es verschiedene, wenn ihr da Interesse habt an einem bestimmten, lasst mir doch die Info da. Und so denke ich, haben wir jetzt ganz gut den Unterschied zwischen diesen beiden tollen Werkzeugkombinationen aufgedeckt. Und ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Und dass ihr mal wieder einschaltet. Bis bald!